Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um die neue Sofern IF24 mit einer SST40 LED im Frontlicht, 2000 Lumen im Turbomodus bei 15.800 Candela. Ja, die IF24 verfügt außerdem noch über 22 CSP 1313 LEDs, die fürs seitliche weiße Flutlicht zuständig sind. Außerdem seht ihr hier in der Mitte noch 15 Multicolor LEDs, ja, die, wie der Name schon sagt, in verschiedenen Farben leuchten können. Ja, wenn ihr wissen möchtet, wie das gute Stück hier funktioniert, dann bleibt doch einfach mal dran. Ja, an der Stelle geht erstmal ein Dankeschön an die Firma Sofern raus, die mir diese Taschenlampe für das heutige Video zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Ja, geliefert wird die IF24 im ansprechenden Pappkarton. Hier könnt ihr es auch nochmal lesen. 2000 Lumen, angegebene Leuchtweite von 251 Meter im Spotlight. SST 40 LED, 6000 bis 6500 Kelvin. Hinten seht ihr noch die einzelnen Leuchtstufen im Frontlicht. Aber da gehe ich ja wie immer gleich im Detail noch genau drauf ein. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die Lampe mal an und was wir hier alles so mit im Lieferumfang dabei haben. Das alles mal aus. So, wir haben hier zum einen, hier fehlt doch noch was. Da war es runtergefallen. Ein einfaches Lanyard und zwei Ersatz-O-Ringe. Ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Dann gibt es hier die Bedienungsanleitung. Auf der einen Seite komplett auf Englisch gehalten. Hier seht ihr noch die einzelnen Leuchtstufen auch im seitlichen Licht. Hier die Bedienungsgrafik praktisch. Ja, und auf der anderen Seite auf russischer Sprache. Ist aber wie so oft nicht weiter schlimm. Wenn man sich mal ein paar Minuten mit der Lampe beschäftigt, dann weiß man im Prinzip, wie die einzelnen Einstellungen funktionieren. Ja, ich habe euch ja vor einiger Zeit schon die Sofern IF23 vorgestellt. 4000 Lumen mit einem 21700er Akku. Hier in dem Fall der IF24 haben wir jetzt einen 18650er Akku verbaut. Die Lampe ist wesentlich leichter dadurch. Ich finde sie auch handlicher, praktischer und von der Bedienung her, ehrlich gesagt, gefällt mir die IF24 deutlich besser als die IF23. Wir haben nämlich hier einen Seitenschalter und dann gibt es dazu hier einen Drehring. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch natürlich alles gleich. Ja, jetzt tun wir erstmal das Sicherungsblättchen hier entfernen, da fällt es schon raus. Ganz wichtig, vorerst in Betriebnahme der Lampe, um den Kontakt zum Akku herzustellen. Ja, hier haben wir noch einen hauseigenen Sofern 18650er Akku mit 3000 mAh. Wir haben eine vergoldete Feder am Lampenkopf. Das heißt, wie so oft, der Akku ist schwimmend gelagert. Vergoldete Feder in der Endkappe. Diesmal auch wieder mit einem Innengewinde, genauso wie bei der IF23. Ja, das Gewinde ist sauber geschnitten, leicht gefettet. Da quietscht nichts, da knarzt nichts. Also von der Verarbeitung her, wie immer bei Sofern, das ist wirklich hohes Niveau. Hier gibt es keine scharfen Ecken oder Kanten, die mich in irgendeiner Form stören könnten. Die Anodisierung fühlt sich wirklich ja, hochwertig an, ist frei von Macken oder Fehlern. Generell wirklich eine wunderschöne, extravagante Taschenlampe, will ich es mal nennen. Ja, TIR-Linse, Edelstahlbezel, die ist hier in das Gehäuse eingefasst. Also sieht schon richtig gut aus. Wie gesagt, SST 40 LED im Frontlicht, 2000 Lumen im Turbomodus bei 15.800 Candela. Ja, hier hinten seht ihr übrigens die Lanyard-Öse. Könnt ihr so, glaube ich, ganz gut erkennen. Dann gibt es hier noch einen Clip.
Wenn die so stört, dann kann man hier einfach abklipsen. Ja, dann haben wir hier dieses seitliche Licht, wie eben schon erwähnt, mit 22 CSP 1313 LEDs, die für das weiße Flutlicht zuständig sind. Und dann hier in der Mitte die LED-Reihe mit den 15 Multicolor LEDs. Ja, Seitenschalter aus Kunststoff, Drehring. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu den Maßen der Lampe. Die Länge liegt exakt bei 99,6 mm. Am Gehäuse sind wir in der Breite bei 23,6 bis 25 mm in der Höhe, allerdings ohne Clip gemessen. Das Gewicht ohne Akku beträgt 100 Gramm. Mit 18650er Akku sind es 147 Gramm. Ja, wie gesagt, die Leuchtweite ist mit 251 Meter angegeben. Die maximale Fallhöhe gibt es sofern hier mit einem Meter an. Ja, geschützt ist die IF24 nach IP66 Zertifizierung. Das heißt, gegen Eindringen von Staub und gegen starkes Spritz- oder Strahlwasser geschützt. Ein Untertauchen der Lampe ist eher nicht zu empfehlen. Ja, die IF24 verfügt auch über einen Akkuindikator. Das seht ihr hier neben, unter der Gummiabdeckung der USB-C-Ladebuchse. Ich drücke einfach mal hier oben drauf, dann seht ihr das. In dem Fall leuchtet jetzt hier für 5 Sekunden eine LED grün. Das heißt, unser Akku hat noch eine Kapazität von 100 bis 50%. Sollte diese LED rot leuchten, liegen wir zwischen 50 und 10%. Ja, und rot blinkend halt dann bei 10 bis 0%. Ja, insgesamt hat die IF24 8 Leuchtstufen im Frontlicht und 8 Leuchtstufen im weißen Flutlicht. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch alles jetzt. Ja, jetzt seht ihr hier diesen Drehring. Dieser ist übrigens 360 Grad drehbar, egal ob ihr diesen nach links oder nach rechts dreht, je nachdem, in welche Leuchtstufe ihr zuerst schalten möchtet. Jetzt seht ihr hier das kleine Schlosssymbol, das heißt, die Lampe ist jetzt im Lockout. Wenn ihr den Seitenschalter jetzt betätigt, passiert weiter nichts, außer dass jetzt hier unterhalb der USB-C-Ladebuchse eine LED für 5 Sekunden grün leuchtet. Apropos USB-C-Ladebuchse, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich euch auch gerade mal demonstrieren. Wir stecken das Kabel mal ein. In dem Fall leuchtet jetzt hier diese LED während des Ladevorgangs rot. Wenn der 18650er Akku voll aufgeladen ist, leuchtet diese LED halt dauerhaft grün. Ja, wie gesagt, je nachdem, welche Leuchtstufe ihr zuerst einschalten möchtet. Ich drehe den Drehring jetzt erstmal eine Stufe nach links. Das heißt, das Spotlight ist eingeschaltet. Ich schalte die Lampe nochmal aus. Seitenschalter drücken, halten. Kommt ihr in den Moonlight-Modus. Ein Lumen in dem Fall für angegebene 20 Tage. Wieder drücken, halten. Low-Modus mit 10 Lumen für angegebene 115 Stunden. Wieder drücken, halten. Medium mit 150 Lumen. Das ist schon richtig, richtig hell. Das werdet ihr auch später bei den Praxisaufnahmen noch genau sehen. Drücken, halten, High-Modus, 700 Lumen für angegebene 2 Stunden und 25 Minuten. Ja, dann Doppelklick, Turbo-Modus, 2000 Lumen. Ich habe es mal nachgemessen. Ich bin hier auf eine Laufzeit im Turbo auf ca. 6 Minuten gekommen. Finde ich einen unglaublich guten Wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Die Temperatur der Lampe lag danach bei ca. 50 Grad Celsius. Ja, Doppelklick, Stroboskopmodus, 2000 Lumen, Doppelklick, SOS-Modus, 150 Lumen, Doppelklick, Beacon-Modus, ebenfalls mit 2000 Lumen. Einmal drücken, ist die Lampe ausgeschaltet. Ja, Memory Mode in den Leuchtstufen Low, Medium und High. Kann ich auch gerade mal gucken. Angenommen, ich bin jetzt im Medium-Modus, schalte die Lampe aus und wieder ein, startet diese dann auch wieder im Medium-Modus mit 150 Lumen.
Einmal drücken, Lampe ist ausgeschaltet. Wenn ihr den Drehschalter jetzt einmal weiter nach links dreht, kommt ihr jetzt in dem Fall in den Color Mode. Ich glaube, ich mache mal das Licht aus, dann seht ihr das etwas besser. So, jetzt könnt ihr durch Drücken und Halten des Seitenschalters hier die verschiedenen Farben anwählen. Mache ich jetzt gerade mal. Ich halte den Schalter jetzt einfach mal gedrückt und lasse die Farben mal laufen. Das sieht schon richtig, richtig cool aus. Schaut euch das mal an hier. Mega. Wenn ihr jetzt einen Doppelklick durchführt, blinkt das Ganze. Und jetzt drücken und halten des Schalters, könnt ihr natürlich hier auch eure Farben verstellen. Angenommen, ja, blau, lasst los, blinkend blau und so weiter. Grün blinkend. Wenn ihr jetzt einen Doppelklick durchführt, kommt ihr in den Police Flash, wie es Software nennt. Das ist so rot-blau blinkend im Wechsel. Das erinnert mich ein bisschen an die amerikanischen Polizeifahrzeuge aus den Filmen. Habt ihr das schon mal gesehen? So ähnlich sieht das auf jeden Fall aus. Ja, wieder Doppelklick. Jetzt werden die Farben von alleine durchgeschaltet, also fließend praktisch. Ich lege die Lampe einfach mal hin, dann seht ihr das am besten, denke ich. Das sieht schon richtig, richtig schön aus. Ja, wenn ihr jetzt wieder einen Doppelklick macht, kommt ihr in den Regenbogenmodus, nenne ich es mal. Seht ihr das einigermaßen? Wieder Doppelklick. Wassertropfen. Jetzt werden auch die Farben von alleine durchgeschaltet. Kommt, glaube ich, jetzt im Video ziemlich schlecht rüber. So sieht das, glaube ich, ganz gut. Wieder Doppelklick. Jetzt werden erneut die Farben von alleine langsam fließend durchgeschaltet. Doppelklick. Jetzt hat er wieder bei blinkend angekommen. Einmal klicken. Nochmal klicken. Lampe ist ausgeschaltet. So, wenn ihr den Drehring jetzt wieder eins weiter nach links dreht, kommt ihr in das weiße seitliche Flutlicht. Ich mache nochmal aus. Jetzt drücken und halten. Kommt ihr nämlich in den Moonlight-Modus. In dem Fall ebenfalls ein Lumen für angegebene 20 Tage. Wirkt jetzt hier im Hellen nicht allzu viel. Aber bei den Praxisaufnahmen werdet ihr auch später sehen, dass man hier auch so einiges mit anfangen kann. Ja, drücken, halten, Low-Modus mit 20 Lumen für angegebene 58 Stunden. Drücken, halten, Medium mit 100 Lumen für angegebene 12 Stunden. Drücken, halten, High-Modus mit 200 Lumen, das ist auch schon richtig, richtig hell, für angegebene 2 Stunden und 25 Minuten. Dann Doppelklick, Turbo-Modus, 550 Lumen. Für angegebene 1,5 Stunden, ich habe es jetzt leider nicht ausprobiert, wie lange der Turbo tatsächlich jetzt im weißen Flutlicht hält. Ja, wenn ihr jetzt wieder einen Doppelklick macht, ebenfalls Stroboskop-Modus, 550 Lumen, Doppelklick, SOS-Modus mit 100 Lumen. Obwohl mir das wesentlich heller als 100 Lumen vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Doppelklick, Beacon-Modus mit 550 Lumen. Einmal klicken, Lampe ist ausgeschaltet. Also je nachdem, welche Leuchtstufe ihr zuerst einschalten möchtet, also entweder das Spotlight oder das Flutlight, dementsprechend könnt ihr den Drehring nach links oder nach rechts drehen.
Jetzt bin ich wieder im Lookout. Lampe ist gesperrt. Ja, ich denke, das soll soweit mit den technischen Daten auch gewesen sein. Aktuell ist die Lampe bei Amazon leider noch nicht erhältlich. Sobald die Lampe dort verfügbar ist, werde ich euch natürlich hier einen Amazon-Link in der Videobeschreibung hinterlegen. Ihr könnt die Lampe natürlich auch bei Sofen direkt im Shop kaufen. Da liegt der Preis aktuell bei $40.99. Das sind umgerechnet um die 38 Euro. Mit meinem Rabattcode Leuchtkraft10 bekommt ihr natürlich wie gehabt 10% Rabatt auf die Lampe. Das heißt, der Preis liegt dann bei 34 Euro inklusive Akku. Und das finde ich wirklich einen richtig, richtig guten Preis für diese tolle Taschenlampe hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir extrem gut hier. Sofen IF24. Ja, wer Interesse an der Lampe hat, dem verlinke ich das Ganze mal hier in der Videobeschreibung und der kann sich da natürlich gerne mal umschauen. So, ich würde sagen, das soll es jetzt wirklich mit den technischen Daten gewesen sein. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen. Die sind diesmal etwas länger ausgefallen als sonst. Und schaut einfach mal rein. Und ich würde sagen, viel Spaß mit den Praxisaufnahmen. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen der Sofen IF24 mit einer SST40 LED im Spotlight und 2000 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Ich schalte die Lampe jetzt mal in die niedrigste Leuchtstufe, in dem Fall der Moonlight-Modus mit einem Lumen. Moonlight-Modus mit einem Lumen. Da kann man schon so richtig was mit anfangen. Schaut euch das mal an hier. Wirkt auf jeden Fall etwas heller als ein Lumen. Entfernung zu den Bäumchen hier vorne ca. 2 Meter. Weiter geht's mit dem Low-Modus, 10 Lumen. Entfernung zum Torbogen da oben ca. 15 Meter. Medium mit 150 Lumen. Das ist schon richtig viel Licht. Wie der Torbogen zugewachsen ist da oben. Unglaublich. Innerhalb von einer Woche. Der High-Modus mit 700 Lumen. Das ist schon richtig, richtig hell. Ja, und der Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Der Stroboskop ebenfalls mit 2000 Lumen. SOS-Modus mit 150 Lumen. Und der Beacon-Modus ebenfalls mit 2000 Lumen. So, mittlerweile habe ich mal das weiße Flutlicht eingeschaltet. Hier ebenfalls der Moonlight-Modus mit einem Lumen. Entfernung zum Bäumchen hier vorne ca. 1 Meter. Weiter geht's mit dem Low-Modus, 20 Lumen. Entfernung zum Bäumchen hier vorne jetzt ca. 2,50 Meter. Also da kann man auch schon so richtig was mit anfangen, wie ihr sehen könnt.
Medium mit 100 Lumen. Der High-Modus mit 200 Lumen. Und der Turbo-Modus mit 550 Lumen. Mega, wie hell das ist. Schaut euch das mal an hier. Nochmal der High-Modus mit 200 Lumen im Flutlight. Und der Turbo-Modus mit 550 Lumen. Da kann man schon so richtig was mit anfangen. Auch hier nochmal der Stroboskop-Modus mit 550 Lumen. Der SOS-Modus mit 100 Lumen. Und der Beacon-Modus ebenfalls mit 550 Lumen. Ja, jetzt bin ich im Color-Mode. Habe es euch ja eben gezeigt. Drücken und halten, könnt ihr jetzt die Farben ändern. Ich halte den Schalter einfach mal gedrückt. Also da kann man schon so richtig was mit anfangen hier. Mega Lampe hier von Sofern. Gefällt mir extrem gut. Ja, das Ganze dann blinkend, halt den Schalter nochmal gedrückt, zum Beispiel jetzt grün. Rot, violett. Wenn ihr den Schalter jetzt loslasst, blinkt die Lampe halt dementsprechend in der gewählten Farbe. Ja, dann haben wir noch rot-blau blinkend, Police Flash, wie es bei Sofern heißt. Das Ganze sieht so aus. Ja, dann die nächste Stufe. Da werden alle Farben fließend von alleine durchgeschaltet. Ich lasse die Lampe einfach mal laufen. Das sieht schon mega cool aus. Dann gibt es noch diesen Regenbogen. Da steht übrigens in der Bedienungsanleitung zu for fun, also einfach zum Spaß. Ja, dann die nächste Stufe, so eine Art Wassertropfen-Imitation, wo ebenfalls alle Farben durchgeschaltet werden. So, ich werde jetzt nochmal den Standort wechseln und das weiße Wasserhäuschen da oben anleuchten, wie gehabt. Danach werde ich nochmal da oben aufs freie Feld gehen und dann schauen wir mal, wie weit die Lampe in etwa leuchtet. So, ich bin nochmal im Spotlight und zwar im Low-Modus mit 10 Lumen. Jetzt könnt ihr das weiße Wasserhäuschen da oben in ca. 20 Meter Entfernung schon richtig gut erkennen, denke ich. Weiter geht's mit Medium,
150 Lumen. Was das hier zugewachsen ist, ist unglaublich. Wahnsinn. Ja, der High-Modus mit 700 Lumen. Das ist schon richtig, richtig viel Licht. Ja, und der Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Auch hier nochmal der Stroboskop, 2000 Lumen. SOS, 150 Lumen. Und der Beacon-Modus mit 2000 Lumen. Das ist schon heftig. So, ich bin nochmal im Medium-Modus mit 150 Lumen. Entfernung zum übernächsten Nachbarhaus, ca. 90 Meter, hatte ich überhaupt kein Thema. Der High-Modus 700 Lumen, Turbo-Modus 2000 Lumen. Mein Haus, also hier kommt schon richtig, richtig viel Licht raus hier. Mega, Sofen IF24. So, ich habe nochmal den Standort gewechselt. Ich bin wieder im Medium-Modus mit 150 Lumen. Entfernung zur Gartenbank hier vorne, die mittlerweile ganz schön eingewachsen ist. Circa 10 Meter. Ja, der High-Modus mit 700 Lumen, Entfernung zu der Baumgruppe da hinten ca. 90 Meter. Ja, und der Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Also hier mit der Lampe kann man richtig was mit anfangen. Die Baumgruppen, die ihr da hinten seht, sind ca. 200 Meter entfernt. Da kommt es also auch noch hin. Ja, mega Lampe hier. Toll. Nochmal der Medium-Modus mit 150 Lumen. Ich habe nochmal den Standort gewechselt. High-Modus mit 700 Lumen. Das ist schon irre viel Licht hier. Und nochmal der Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Ja, ich denke, das soll es mit den Praxisaufnahmen der Sofen IF24 auch gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Bei mir geht es ja überwiegend um LED-Hochleistungstaschenlampen. Aber auch schon mal um Messervorstellungen. Wer daran Interesse hat, kann sich bei mir auch gerne mal umschauen. Falls ihr Fragen habt oder mal einen Kommentar da lassen möchtet, könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Mit mir kann man in der Regel über alles reden. Ja, ich denke, das war's für heute und ihr hört wie immer von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.